warum ich bei einem Seminar in einem Oberstufenzentrum vollkommen anders begonnen habe, als ich ursprünglich geplant habe. Das werde ich dir in meinem heutigen Video erklären. Warum ich bei einem Seminar in einem Oberstufenzentrum vollkommen anders begonnen habe, als ich ursprünglich geplant habe, das werde ich dir in meinem heutigen Video erklären. So, der Plan war, bring unseren Schülern das Lernen bei. Also Lernen, Lernen. Ja, wie geht Lernen, Lernen? Wie, mit welchen Methoden kann man zum Beispiel Vorträge halten? Wie kann ich mir was erarbeiten? Wie kann ich Vokabeln lernen? Und so weiter. Das war der Plan. Und dann begann ich, sagt, okay, warum seid ihr hier? Ihr seid jetzt in der 11. Klasse, warum seid ihr hier? Und es stellte sich raus, die wenigsten hatten sich darüber Gedanken gemacht. Die waren einfach nur da, in der Schule halt. Und ich habe jetzt noch ein bisschen länger Zeit, also vielleicht ein Jahr länger als, also deswegen musste ich mir ja vorher gar nicht so einen Gedanken machen. Das Problem ist nur, ich kann die besten Lernmethoden haben, wenn ich nicht weiß, wofür die gut sein sollen. Wenn ich nicht den Plan habe. Und deswegen haben wir als allererstes tatsächlich über Ziele gesprochen. So, und da wir ja die Mindmapper sind, dann sieht dann also so ein Mindmap so aus. Also, wir haben uns erstmal überlegt, was sind meine Hobbys, was sind meine Ideen, die ich vielleicht später mal haben werde oder wie ich später mal sein werde. Was will ich erreichen? Was für ein Beruf soll es denn werden? Und das war denen überhaupt noch gar nicht klar. Und dann haben wir gesagt, okay, was wird denn, welche Berufe werden denn gebraucht? Also wir redeten zum Beispiel auch über das Handwerk. Das konnten sie sich ja fast gar nicht vorstellen. Handwerk, dafür brauche ich doch kein Abi. Sagt, nee, aber vielleicht hat Handwerk goldenen Boden und zwar in Zukunft immer mehr. So, also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, haben ein Mindmap erstellt über Ziele. Wir haben die Smart-Formel genutzt, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, haben dann unsere Ziele formuliert. Und als das geklärt war, dann konnten wir anfangen, wie kommen wir jetzt dahin? Also erstmal musste man klären, warum. Überhaupt diese ganze Geschichte und dieses Warum zu klären ist deswegen so wichtig, weil immer wieder Probleme auftreten werden. Man wird vielleicht krank, man versteht vielleicht bestimmte Sachen nicht gleich beim ersten Mal und dann muss man klar wissen, wo will ich denn hin? Ich muss also mein Ziel sehen, man sagt ja auch Fixstern, der muss immer zu sehen sein, da will ich hin, ich möchte unbedingt Lehrer werden. Ich möchte unbedingt Chirurg werden. Ich möchte unbedingt Tischler werden. Da will ich hin. Und da muss man auch wissen, warum man das unbedingt werden wollte. Und dann überwindet man solche Hindernisse natürlich viel, viel leichter. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was brauche ich dafür? Okay, ich brauche den und den und den Abschluss. Wie kriege ich das raus? Und dazu nutzen wir natürlich Lernmethoden. Und eine davon war zum Beispiel dieses Mindmapping. Das haben wir ja gleich bei den Zieleformulierungen schon benutzt. Ein anderes ist zum Beispiel eine Gedächtnistechnik. Eine dritte Sache sind die ABC-Techniken und so weiter. Da brauche ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Für mich ist es erstmal nur wichtig gewesen, wohin soll es gehen und warum will ich das überhaupt erreichen. Und als das geklärt war, dann haben meine Schüler wunderbar mitgemacht. Herzlichst, dein Jens.